In Spektren, der Podcast aus der deutschsprachigen A-Spec-Community. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge zum Ida Hobita, einer gemeinsamen Folge von In Spektren, Achne und Ace Around the Cake. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace, ich bin von den Spektren, komme aus Österreich, bin 27 Jahre alt, weiß und verwende keine Pronomen. Hallo, ich bin Caro von Achne. Ich verwende die Pronomen they, deren, bin Arrow Ace, weiß und Agender. Ich bin Samu, meine Pronomen sind sie, sie oder they, them. Ich label mich als Demi Arrow Ace und ich bin von Ace Around the Cake. Genau, und wir sprechen heute über das A in Ida Hobita, die Unsichtbarkeit und Unsichtbarmachung von A-Specs und über A-Spec-Feindlichkeit, aber auch dafür, wofür das A eigentlich stehen kann. Und ich denke, mit letzterem fangen wir jetzt gleich einmal an. Aber wofür steht eigentlich das A? Da gibt es einmal die A-Spektren und ich denke, sehr bekannt ist da die Asexualität. Und Asexualität ist eine sexuelle Orientierung und diese Personen, die keine oder kaum sexuelle Anziehung und oder kein oder kaum Verlangen nach sexueller Interaktion empfinden. Außerdem kann der Begriff asexuell auch aus anderen Gründen genutzt werden, wenn er als hilfreich empfunden wird. Okay, also vielleicht, weil es mich einfach gerade interessiert, weil wir uns selber auch gar nicht so gut kennen eigentlich von unterschiedlichen Podcasts und so. Wer von uns ist eigentlich asexuell oder auf dem asexuellen Spektrum aller? Ja, genau. Ich bin auf jeden Fall asexuell. Also würde ich jetzt auch sagen, nicht auf dem Spektrum, sondern schon sehr deutlich asexuell. Auch weil das ist eine komische Formulierung. Ja, es ist schwer zu formulieren, glaube ich, oder? Ja, es ist halt, also wenn man jetzt Asexualität als Spektrum nimmt, dann bin ich halt schon sehr weit im Spektrum, würde ich jetzt sagen. Also genau, für mich bedeutet das halt, dass ich gar keine sexuelle Anziehung empfinde. Also ich habe überhaupt kein Bedürfnis danach, mit irgendwem Sex zu haben. Und denke, dass, also ich sehe auch nie eine Person und denke mir, wäre das jetzt cool, mit der Person Sex zu haben. Also ja, genau, das bedeutet das für mich. Genau, also ich bin nicht so weit am Ende des Spektrums, unter Anführungszeichen, oder so ganz klar asexuell, sondern eher so Grey Ace. Also ich habe das manchmal, habe manchmal sexuelle Anziehung, manchmal schwach, manchmal auch stärker. Also so, das variiert sehr und ist auch sehr, sehr, es ist sehr, sehr weird, auch sehr schwer zu erklären. Und dann bin ich wieder eine Zeit so relativ asexuell unterwegs, also was Verlangen angeht, was Anziehung angeht, und dann ist es aber wieder so da, keine, also irgendwie so, ist alles sehr verwirrend, also irgendwo diese Grauspektren. Was sagst du dazu, Samu? Ja, also ich bin auch auf jeden Fall auf dem asexuellen Spektrum. Wo genau hinterfrage ich tatsächlich gerade wieder? Also da kann ich gerade gar nicht so genau was zu sagen, aber auch irgendwo auf diesem wunderschönen Spektrum, also der Graubereich, der passt auf jeden Fall auch zu mir. Sehr cool. Willst du dann auch gleich das nächste A-Spektrum vorstellen oder definieren oder will irgendwer noch was zur Asexualität sagen? Okay, ja, dann stelle ich mal das nächste vor. Das nächste wäre Aromantik. Das ist eine romantische Orientierung und beschreibt Personen, die entweder keine oder kaum romantische Anziehung und oder kein oder kaum Verlangen nach romantischer Interaktion empfinden. Außerdem kann auch der Begriff aromantisch wieder aus anderen Gründen genutzt werden, wenn er als hilfreich empfunden wird. Ja, das ist bei mir auch so. Also da würde ich mich als demiromantisch oder auch als aprilromantisch oder aliquaromantisch bezeichnen. Das geht eigentlich alles so in die gleiche Richtung und besagt einfach, dass ich unter bestimmten Bedingungen romantische Anziehung empfinde. Und die Bedingungen sind bei mir eben, dass es etwas länger dauert und ich erstmal die Person kennenlernen muss. Und erstmal habe ich dann meistens einen Squish auf die Person, bevor ein Crush dazukommt. Und ja, es passiert nie sofort. Ja,
Da bin ich jetzt sehr, sehr aromantisch, wenn man das so unter Anführungszeichen, also natürlich immer, weil, was heißt schon, eine Person ist sehr aromantisch? Ja. Aber ich habe echt auch so, ich erlebe nichts, was irgendwie romantische Anziehung sein könnte. Ich weiß nicht, was, also ich weiß schon theoretisch, was Verliebtheit und Limerenz sein soll, also starke Verliebtheit, weil ich mich relativ viel damit beschäftigt habe, aber noch nie erlebt, so Sachen, gerade, dass ich nicht non-partnering bin, I guess. Aber schon, aromantisch passt sehr gut als Begriff und ist eben auch unter dem A. Ja, also ich benutze auch den Begriff aromantisch, einfach weil ich meine Gefühle nicht so richtig weiter zuordnen kann zu anderen aromantischen Labeln. Und ich war auch noch nie verliebt und empfinde auch jetzt keine anderen romantischen Gefühle. Also ja, falls es da noch mehr geben sollte. Aber ich habe halt zum Beispiel eine Beziehung, eine queer-platonische Beziehung und wünsche mir auch Beziehungen zu anderen Menschen, die anders sind als so familiär oder freundschaftlich. Und deshalb, ja, bin ich da noch so ein bisschen auf der Suche. Also einerseits halt denke ich, aromantisch passt gut und auf der anderen Seite denke ich mir so, aber es ist halt dieser Wunsch nach Beziehungen, die dann halt doch nochmal anders sind als genau platonische Beziehungen. Das finde ich voll spannend, also weil ich habe es jetzt nicht gesagt, ich habe nur gesagt, ich bin non-partnering, also bin nicht non-partnering, also nicht mich nicht verpartnern. Also ich habe auch eine queer-platonische Beziehung tatsächlich, ist für mich aber, erlebe ich schon als sehr anders zu einer romantischen Beziehung, weil ich genau, also weil ich zum Teil einfach auch romance-averse bin, also mich von romantisch oder vielen romantischen Interaktionen auch abgestoßen fühle oder mich nicht wohl damit fühle. Und dementsprechend ist das für mich schon auch sehr wichtig in jeder Art von partnerinnenschaftlicher Beziehung, dass das auch irgendwie geklärt ist oder dass sie nicht, dass romantische Anziehung jetzt nicht den großen Teil davon ausmacht, dass romantische Handlungen oder romantisch konnotierte Handlungen oder für mich romantische Handlungen zum wenig bis nicht stattfinden und bestimmte Dinge gar nicht. Und dementsprechend ist das für mich schon sehr klar, aber ich finde es spannend, dass es natürlich nicht immer so ist. Ja. Und auch sehr unterschiedlich sein kann. Ja, ich denke, wichtig ist halt auch zu sagen, dass jede queer-platonische Beziehung sehr, 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 sehr individuell ist. Und dass es für manche halt, also sind romantische Sachen wie zum Beispiel, ja, kuscheln, küssen, was auch immer, okay. Und für andere ist es ein No-Go. Und das ist halt, also queer-platonische Beziehungen an sich sind ja auch ein Spektrum. Voll, und ist auch spannend, weil für mich kuscheln geht wieder, küssen geht, also küssen auf den Mund oder im romantischen Kontext geht so gar nicht oder fast nicht, beziehungsweise führt halt dazu, dass ich mich recht unwohl fühle und das ist dann auch nicht gut. Vielleicht erkläre ich ganz, ganz kurz queer-platonische Beziehung, weil wir den Begriff gerade so voll selbstverständlich verwendet haben und ich glaube, wir wissen auch alle, was er heißt, aber quasi, also für ganz kurz definiert, ist es quasi eine Beziehung, die mit den Normen zu romantischen Beziehungen, aber auch mit den Normen zu Freundinnenschaften und platonischen Beziehungen bricht und sich dann eigentlich eine eigene Beziehungsform bildet, würde ich sagen. Ja, wir haben aber noch mehr A-Spektren, die auch unter das A fallen können und darüber reden wir eigentlich gerade. Und zwar wäre da zum einen noch Aplatonik. Also Aplatonik ist eine platonische Orientierung und beschreibt Personen, die keine oder kaum platonische Anziehung empfinden und oder das Konzept platonischer Liebe nicht nachvollziehen können. Aplatonik bedeutet nicht, dass eine Person keine Freundinnenschaften hat und oder möchte, auch wenn eine Person, der so geht, natürlich ebenfalls aplatonisch oder auf dem Spektrum sein kann. Außerdem kann der Begriff Aplatonik auch wieder aus anderen Gründen genutzt werden, wenn eine Person ihn hilfreich findet. Ja, genau. Und vielleicht füge ich gleich dazu, ich sehe mich tatsächlich auch auf einem aplatonischen Spektrum im Sinne von, dass ich halt mit platonischer Liebe als Konzept nicht viel anfangen kann auch
und dass ich bestimmte Dinge nicht erlebe, also so eine starke Anziehung auf einem platonischen Level, wie andere Leute es hier empfinden oder auch davon erzählen, hier in Aceback-Communities zum Beispiel, das habe ich so nicht und Squishers jetzt eigentlich auch nicht. Also ich sage immer, es gibt so eine oder zwei Situationen, in denen wir vielleicht darüber überlegen könnten, war das irgendwas in die Richtung? Aber eine oder zwei auf 28 Jahre Lebenszeit ist halt auch nicht viel. Was jetzt nicht heißt, dass ich keine Menschen mag, aber diese Gefühle und so sind halt einfach nicht oder nicht so in der Form greifbar oder benennbar oder da. Was jetzt im Unterschied zur Bindung, weil ich mag Personen, die ich, mit denen ich viel Zeit verbringe, schon sehr gerne, aber halt Anziehung und die Bindung, die aufgebaut wird, das wird dann wieder kompliziert, wenn ich das hier jetzt auseinanderfietzel. Ja, spannend. Also ich würde sagen, ich habe schon Squishes, also jetzt nicht so super häufig, aber also ich hatte schon welche. Squish ist ja, also erkläre ich jetzt auch nochmal kurz, ist so ein bisschen das Pendant zu Crush, also dass man, also Crush ist ja eine starke romantische Anziehung zu einer Person und Squish ist so eine starke platonische Anziehung, die man halt zu einer anderen Person hat. Also jetzt, dass wenn man die zum Beispiel kennenlernt und jetzt nicht, dass es durchgehend diese starke Anziehung ist. Ja, und das, also ich hatte auch schon zum Beispiel freundschaftliche Beziehungen, die zu Ende gegangen sind. Und da hatte ich dann halt auch wirklich sowas wie Liebeskummer in Anführungszeichen. Und ja, also ich würde sagen, da bin ich definitiv nicht auf dem Spektrum. Also um Freundschaften oder Freundinnenschaften, die ich verloren habe, getrauert habe ich auch schon. Einfach weil es Leute gibt, mit denen ich voll viel Zeit verbracht habe in meinem Leben und auch eine Bindung aufgebaut habe und die halt in meinem Beziehungsnetzwerk, sage ich mal, auch eine Funktion hatten. Also wir haben unsere befreundeten Personen ja auch nicht einfach so, sondern die erfüllen ja auch emotionale Bedürfnisse oder so. Und gerade wenn eine Person, die da irgendwie sehr wichtig ist und zu der ich auch eine Bindung habe, weil ich die, was weiß ich, in über Jahre jede Woche gesehen habe oder jeden Monat oder was auch immer, je nachdem, was es jetzt war, und die ist dann weg oder diese Freundschaft ist anders aus irgendeinem Grund. Also manchmal gehen Menschen ja nicht verloren, manchmal ändert sich einfach die Freundinnenschaft über die Zeit. Oder zumindest ist mir das auch schon passiert, dass ich mich auseinandergelebt habe mit einem Menschen, dass ich mich für andere Dinge entschieden habe, für ein anderes Leben etc. Und dass die Freundinnenschaft auch drunter gelitten hat oder dass man irgendwie in einen Wertekonflikt gekommen ist, der vorher nicht da war, weil sich irgendjemand verändert hat oder ich mich verändert habe oder so. Und das tut schon weh. Aber auch, weil dann einfach eine Person wegfällt, die voll wichtig ist, ob ich da am Anfang Anziehung hatte oder nicht oder einen Squish hatte oder nicht oder das Gefühl hatte, ich liebe die Person, wobei ich diesen Begriff Liebe ja generell selber für mich eigentlich nicht verwende oder nur sehr wenig verwende oder so. Oder eher halt klar weiß, dass Leute das sagen, weil sie etwas voll gern mögen und ich ihn dann manchmal auch so verwende, aber das Konzept für mich halt auf der Ebene zu Menschen eigentlich keinen Sinn macht und so. Ja, also es spielt halt da nicht so viel Rolle dafür, wie wichtig mir eine Person ist, was da für eine Anziehung war am Anfang oder auch nicht. Spannend. Wie ist das für dich? Ja, also ich würde sagen, ich bin ziemlich sicher alloplatonisch. Ich habe ja bereits erwähnt, ich habe Squishes. Ich habe durchaus auch öfter mal Squishes, wobei es ja relativ ist, dass man als öfter bezeichnet. Die können auch sehr intens werden und dann relativ viel Platz zum Beispiel in meinen Gedanken einnehmen. Und ich denke relativ häufig an die Person, aber halt nicht auf romantische Art, sondern auf platonische Art. Und das ist auch teilweise sehr unterschiedlich, weil Squishes zu Personen, die ich noch nicht so lange kenne, fühlen sich halt auch ganz anders an als platonische Liebe zu Leuten, mit denen ich schon länger befreundet bin. Und das finde ich irgendwie sehr interessant und das war auch so ein bisschen das Interessante, dass ich das dann irgendwann gecheckt habe, dass es wahrscheinlich bei romantischer Anziehung auch so ist und das mir dann voll geholfen hat, meine romantische Anziehung zu verstehen, weil
ich da halt super verwirrt war. Und dann bin ich halt irgendwann drauf gekommen, dass es vielleicht Sinn macht, nicht zu versuchen, sich vorzustellen, dass die Anziehung, die ich empfinde, dann irgendwie zu Personen empfunden wird, die man noch nicht so lange und intensiv kennt, sondern dass sich das vermutlich auch anders anfühlt und ich diese Art von Anziehung einfach nicht kenne. Also das fand ich irgendwie sehr interessant, diese Erkenntnis. Denk schon, also ich würde ja wahrscheinlich selber ihren Begriff Bindung verwenden oder enge Bindung, aber wahrscheinlich könnte, also wenn ich mit dem Begriff Liebe etwas anfangen könnte oder mit dem Konzept könnte, würden andere Leute es wahrscheinlich auch so nennen, von dem her. Aber ja, es ist, glaube ich, ist für mich auch was anderes, wenn ich andere Anziehungsformen empfinde, also sexuelle Anziehung oder sensuelle Anziehung auch, als anders als diese Bindung, die ich aufgebaut habe oder so, schätze ich. Wir haben als Beispiel für weitere A-Spektren noch zwei ja. Definitionen mitgebracht. Ja. Genau, zum einen ist da die Asensualität. Und das ist eine sensuelle Orientierung und beschreibt Personen, die keine oder kaum sensuelle Anziehung und oder kein oder kaum Verlangen nach sensueller Interaktion empfinden. Und zu asensuellem Erleben kann gehören, dass eine Person andere nicht berühren und oder von anderen nicht berührt werden möchte, dass diese keine Interesse an sinnlichen körperlichen Interaktionen hat und oder dass sie sich von Berührungen abgestoßen fühlt. Außerdem kann der Begriff asensuell auch aus anderen Gründen genutzt werden, wenn er als hilfreich empfunden wird. Wie immer, wir geben sehr viel Acht darauf, dass jeder, der den Begriff hilfreich findet, ihn verwenden kann. Glaube ich. Nee, finde ich gut, weil Begriffe ja auch keine, also Definitionen sind ja auch nicht klar. Also Wörter sind halt oft auch einfach nicht klar und das ist auch gut so, denke ich. Ich sehe mich tatsächlich da auch auf dem Spektrum, aber eher so in der Demi-Richtung, weil ich schon merke, wenn ich, für mich ist eher so ein Vertrauen aufbauen zu Menschen, wo ich dann okay bin mit Berührung und eventuell auch Anziehung empfinde auf der Ebene. Also so. Aber ich war immer schon sehr selektiv auch mit Berührungen. Also immer schon, seitdem ich mich erinnern kann, sage ich mal. Und davor spielt für mich irgendwie wenig Rolle, weil, ja. Ja, also das kann ich, das empfinde ich irgendwie sehr ähnlich. Und das ist jetzt irgendwie das erste Mal, dass ich da so näher drüber nachdenke. Weil es ja auch, glaube ich, nicht so ein sehr gebräuchlicher Begriff ist. Aber ich kann auf jeden Fall auch dazu... Also ich empfinde das auch eher als etwas, was ich mit Menschen haben kann, die ich sehr gut kenne, sehr lange kenne oder wo halt eine andere Bindung oder andere Anziehung eine Rolle spielt. Aber ja, also mit Leuten, die ich zum Beispiel jetzt gerade erst kennengelernt habe oder wo ich einfach keine sehr enge Bindung habe, würde mir das auch nicht einfallen, dass ich sowas, also dass ich, also man muss mit denen ja nicht wirklich Berührungen haben, aber dass ich auch einfach das Bedürfnis nicht habe, diese Menschen zu berühren, ja. Ja, voll. Also das Bedürfnis sowieso nicht. Ich habe das eine Zeit lang, habe ich das akzeptiert, weil ich halt auch in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo es sehr üblich war, sich zur Begrüßung auch zu umarmen, so. Und ich dann irgendwann mal festgestellt habe, ich will das eigentlich nicht und dann gleich mal ein paar Leute vor den Kopf gestoßen habe, versehentlich. Oder, also was heißt versehentlich? Aber halt, es war nicht meine Absicht, sie vor den Kopf zu stoßen, indem ich sage, ich will das nicht und in die Hand hinstrecke, aber es war halt dieses meine eigene Grenze mal setzen und dabei war es halt irgendwie auch notwendig, schätze ich. Ja. Ja, das ist so eine Sache. Also ich empfinde definitiv sensuelle Anziehung, aber wahrscheinlich ist es auch eher so in einem Aliqua-Spektrum. Da habe ich ausnahmsweise mal nicht ganz so sehr das Bedürfnis, es zu labeln. Und es ist auch irgendwie ein bisschen witzig, weil, also, wie gesagt, ich könnte mich vielleicht als apresensuell labeln oder so. Das Ding ist, dass halt schneller oder häufiger passiert als romantische Anziehung. Und deswegen fühlt es sich für mich seltsam an, das gleiche Label zu benutzen, obwohl ich es natürlich theoretisch trotzdem könnte, weil andere Personen, die die Labels benutzen, haben ja auch nicht genau die gleiche Dauer oder überhaupt die gleichen Bedingungen wie ich. Deswegen könnte ich es natürlich benutzen. Aber ja, deswegen label ich es nicht so richtig, aber am ehesten
wie gesagt, so aliqua oder apräsensuell. Voll, also ich sag auch, ich verwende schon für mich selbst auch oder in dem Begriff halt dann demisensuell auch, weil ich sonst so dieses Bedürfnis oder diese Anziehung gar nicht oder nicht habe einfach, wenn die Voraussetzungen nicht gegeben sind, aber gleichzeitig ist es halt kein Label, mit dem ich jetzt vor die Tür gehe und das ich für meinen Alltag so als wahnsinnig wichtig empfinde, im Gegensatz zu jetzt Aromantik zum Beispiel und vielleicht noch Grau-Asexualität oder Grausexualität. Aber für Diskussionen oder Gespräche in A-Spec-Communities ist es schon sinnvoll oder zum genaueren sich damit beschäftigen und beschreiben. Ich glaube, Menschen können auch einfach Labels haben für differenziertere Diskussionen. Labels, die sie irgendwo hinschreiben oder auch nicht, muss ja niemand. Oder auch Labels nur für sich selbst gegebenenfalls. So. Ja, total. Während ich das Konzept von sensueller Anziehung an sich gleichzeitig total hilfreich finde, um mein Erleben zu beschreiben. Also auch um es zum Beispiel von romantischer Anziehung abzugrenzen, weil insgesamt habe ich ein relativ hohes Kuschelbedürfnis. Also ich kenne auch zum Beispiel dieses Touch-Starved sein und einfach mit Leuten total gerne kuscheln wollen. Das kann auch sehr, sehr intens werden irgendwie. Aber ja. Ich habe erst gestern zu wem gesagt, ich weiß gar nicht, wie sich Touch-Starved anfühlt. Ich habe keinen Plan. Ja, als Beispiel, ein A-Spektrum haben wir noch mitgebracht. Aber es gibt natürlich viele weitere, weil Menschen unterschiedliche Arten von Anziehung differenzieren können. Also nicht vergessen, es gibt noch viel, viel mehr A-Spektren, für die das A stehen kann. Aber ich habe hier jetzt noch A-Ästhetik bzw. das A-ästhetische Spektrum. Und zwar ist A-Ästhetik eine ästhetische Orientierung und beschreibt Personen, die keine bzw. kaum ästhetische Anziehung empfinden und oder kaum bzw. nichts mit dem Begriff Ästhetik anfangen können. Außerdem kann der Begriff aästhetisch auch aus anderen Gründen benutzt werden wieder, wenn er von einer Person als hilfreich empfunden wird. Genau, also aästhetisch bin ich dann schon wieder. Ist wahrscheinlich also einfach so, weil ich nichts habe, was ich irgendwie als ästhetische Anziehung gegenüber Menschen auch beschreiben könnte. Erlebe ich einfach nicht. Ich habe generell auch so meine Struggles mit dem Begriff Ästhetik. Wobei ich natürlich schon, also ich weiß natürlich, was schön als schön angesehen wird, was nicht und so weiter. Und habe auch Reaktionen. Ich habe mich auch relativ viel damit beschäftigt tatsächlich, weil ich ja Philosophie und Kunstwissenschaften studiere und mich das Thema schon sehe. Und in beiden Fachbereichen ja Ästhetik schon ein großer Teil auch ist. Also in Philosophie ist es eine ganze und ein ganzes Unterthema, und wenn wir zu Kunst kommen, ist es ja auch zumindest kein kleines Thema, sage ich mal. Auch wenn es natürlich neben der Kunstgeschichte wieder ein Nebenthema ist. Also, ich finde es ein mega interessantes Thema, aber mich auf einer ästhetischen Ebene zu Menschen angezogen fühlen. Nee, nicht so richtig. Oder zumindest nicht so, wie Leute, also. Menschen erzählen dann mal, ja, manchmal, ja, sie wollen den Menschen ansehen oder wahrnehmen oder die Stimme weiterhören oder so. Und das ist halt für mich so ein, erlebe ich in der Form so nicht, sondern entweder ich will dem Menschen jetzt zuhören oder ich will ihm nicht zuhören, aber nicht wegen der Stimme der Person oder nicht deswegen, wie die Person gerade aussieht oder was auch immer. Ich habe irgendwann in einem Seminar, habe ich mal gesagt, es sind doch alle Menschen gleich schön. Und damit eine Diskussion ausgelöst, also keine Ahnung. Ja, also da bin ich, würde ich sagen, wieder alloästhetisch. Ich empfinde definitiv ästhetische Anziehung und finde das auch mega, mega hilfreich als Konzept. Weil auch wieder so früher dachte ich, wenn ich ein Squish in Kombination mit einem Swish, also Swish wäre jetzt hier wieder das ästhetische Äquivalent, zu einem Crush und so weiter. Wenn ich das auf eine männlich gelesene Person habe, dann ist das automatisch ein Crush. Turns out, nee, passt eigentlich nicht so. Also ästhetische Anziehung passt eigentlich viel besser auf das, was ich da empfinde.
Und deswegen benutze ich das auch sehr oft, um irgendwie meine Anziehung zu Menschen zu labeln, weil das kommt schon mal vor. Also, ja. Ja. Voll interessant. Verstehe ich. Ja, ich frage mich halt irgendwie gerade, ob ich wirklich ästhetische Anziehung empfinde oder ob ich es einfach cool finde oder ja, ob es mich einfach berührt, wenn Menschen über ästhetische Anziehung sprechen. Also wenn jetzt eine Person beschreibt, zum Beispiel das, was sie da an der Person toll findet, und, also ästhetisch. Und das finde ich halt immer richtig cool so, weil ich dann denke, oh ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Oder, also ich weiß schon, was schön ist, aber das ist, glaube ich, so ein berührender Moment für mich, wenn ich dann so denke, ja, okay, das wird so wertgeschätzt und so. Aber ich glaube so richtig, dass ich selber es cool finde, mir andere Leute länger anzugucken oder jemandem reden zuzuhören oder so, habe ich auch nicht, ja. Ist gerade irgendwie voll die Selbsterkundung. Voll spannend, ja. Ich meine, jetzt kennen wir uns alle auch schon ein bisschen mehr, glaube ich. Ja. Ja, neben den A-Spektren kann aber jetzt natürlich das A auch für andere Dinge stehen oder noch. Und da haben wir uns euch eine auch noch mitgebracht. Samu, du hast eine Definition, oder? Genau, A wie andere Dinge. Und Nee. zwar wäre das Agender. Und das ist ein Label, welches Menschen nutzen können, die kein Geschlecht haben, sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen und oder eine Einordnung in ein Geschlecht ablehnen. Außerdem kann es auch als Nicht-Geschlecht betrachtet werden. Und auch das kann natürlich auch wieder aus anderen Gründen genutzt werden, wenn es als hilfreich empfunden wird. In dem Fall würde ich auch wieder sagen, bin ich nicht. Ich bin nämlich Bigender. Also ja. Sehr viel Gender. Ja. Ja, genau. Also ich mache es, glaube ich, auch kurz. Ich labele mein Gender jetzt eigentlich nur mit nicht-binär. Ich habe aber das Gefühl, ich habe ganz klar irgendeine Form Verhältnis zu Gender oder ein Gender. Oder ich empfinde eine Art Geschlechtlichkeit und label mich deswegen nicht als Agender, auch wenn dieses Geschlecht außerhalb von männlich und weiblich liegt und auch nicht in der Mitte davon, sondern einfach außerhalb davon. Genau, also darum Agender verwende ich für mich nicht als Begriff. Aber Caro, bei dir sieht das anders aus, oder? Ja, also wie ich jetzt schon zu Beginn der Folge gesagt habe, ich verwende den Begriff Agender für mich. Und das war auch ein langer Prozess, weil ich halt immer dachte, so also die meisten Personen haben einfach keinen Bezug zu ihrem Geschlecht. Und habe dann halt irgendwann festgestellt, doch, die meisten Personen haben halt irgendwie einen Bezug dazu. Und dann dachte ich so, ja, okay, es liegt vielleicht daran, dass ich so asexuell und aromantisch bin und dass es halt nur in so sexuellen oder romantischen Kontexten eine Rolle spielt. Und dann habe ich halt gelernt, auch das ist nicht der Fall. Und dann bin ich halt irgendwie so darauf gekommen, dass es halt einfach auch Leute gibt, die keinen Bezug zu ihrem Geschlecht haben oder wo auch einfach kein Geschlecht ist so. Und ja, das war für mich auch ein ziemlicher Game Changer. Also auf jeden Fall Agender auch nicht vergessen, wenn wir darüber sprechen, wofür steht das A. Also viele A-Spektren, auch mehr als wir aufgelistet haben, und auch Agender. Ja. Und gegebenenfalls noch anderes. Also heute an dem Tag, wo die Aufnahme rauskommt, ist ja der Idahobiter. Und deswegen ist ja diese Folge auch über den Idahobiter, unsere Sonderfolge. Und das ist der internationale Tag gegen Homo, Bi, Inter, Trans, A-Spec und Agender-Feindlichkeit oder auch in Kürzer der internationale Tag gegen Queer-Feindlichkeit. Genau, zur Geschichte des Tages. Der kommt daher, dass am 17. Mai 1990 Homosexualität von der Weltgesundheitsorganisation WHO aus dem Diagnoseschlüssel für Krankheiten gestrichen wurde. Und deshalb gibt es seit 2006 in Erinnerung daran den Idahobiter. Genau, finde ich eigentlich super cool. Der Idahobiter ist ein Aktionstag mit aktivistischen Veranstaltungen, um auf Queerfeindlichkeit aufmerksam zu machen, aber auch um für Sichtbarkeit zu sorgen und vielleicht auch einfach auch aufzuklären, aber auch eben,
Ja, der Erinnerungstag, wie du gerade schon gesagt hast. Wart ihr schon bei solchen aktivistischen Veranstaltungen oder habt schon mal sowas mitgemacht zum Ida-Hobbit-Tag? Ja, also ich war zum Beispiel letztes Jahr war ich auf einer Ida-Hobbit-Demo in Wien. Das wird diesmal nicht der Fall sein, weil wir eine Kleinigkeit online machen, von Inspektren aus auch. Genau. Ich war noch nicht in live bei irgendwas. Ich bin meistens am Ida-Hobbit-Tag den ganzen Tag auf Instagram und suche da nach coolen Sachen. Da gibt's auch meistens sehr, sehr viel Cooles. Und ich habe auch schon selber Posts am Ida-Hobbit-Tag gepostet zum Ida-Hobbit-Tag. Und ja, aber was mir da halt aufgefallen ist, dass da echt wirklich noch richtig viel nur Ida-Hobbit steht. Oder Ida-Hobbit, wäre es dann ja vielleicht eher betont. Und das finde ich echt super schade, weil, ja, was denkt ihr, woran liegt das, dass da irgendwie immer das A weggelassen wird noch? Ja, voll. Also ich glaube, es wird oft auch einfach vergessen, weil einfach es immer sehr lang dauert, bis sich sowas, also sich so eine neue Schreibweise auch durchsetzt. Auch bei LGBTQIA+ gibt es ja auch diverse verlängerte Akronyme, wo mehr Identitäten Raum finden. Ich persönlich bin ja da oft eher so ein Fan vom Begriff queer oder einfach Queerfeindlichkeit. Das hat aber auch seine Nachteile, weil in queer dann, also einerseits der Vorteil ist natürlich, es kann jetzt nicht einfach gesagt werden, der Buchstabe wird weggelassen. So. Also ich kann das Wort queer nicht irgendwo abschneiden. Ich kann maximal sagen, hey, du darfst den Begriff nicht verwenden, also den Begriff gatekeepen, aber das ist dann halt auch eher medium erfolgreich und ich kann nicht als Gruppe sagen, wir schneiden das da ab, aber der Nachteil ist natürlich auch, dass dann oft nicht gewusst wird, was drin ist, sage ich mal. Also, dass Leute queer schreiben, aber zum Beispiel keine Ahnung oder Kompetenz zum Aspect, zu Agender oder auch was weiß ich, nicht binär, was auch immer, zu welchen Themen auch immer haben, sondern hauptsächlich sich vielleicht an Homosexuelle oder vielleicht noch binäre Transpersonen richten oder nicht mal das. So. Und wenn von Queerness gesprochen wird, steht Homosexualität und halt noch einmal mehr männliche Homosexualität oft im Zentrum oder ist am sichtbarsten, sage ich mal. Ja. Und das führt vielleicht auch dazu, dass das A beziehungsweise die ganzen Identitäten, die wir gerade hatten, die unter dem A sich versammeln können, einfach auch nicht sichtbar sind in der Form. Ja, also das finde ich auch einen richtig guten Punkt, der mich auch manchmal stört, wenn einfach nur über queere Menschen gesprochen wird oder Queerfeindlichkeit. Und ja, also ich bin auch schon öfter bei so Aktionen gewesen zum Ida-Hobbit-Tag in Göttingen. Und da waren auch schon echt coole Sachen dabei. Ich durfte zum Beispiel auch eine Rede halten oder eine Flagge hissen teilweise. Aber es hieß halt echt lange einfach Ida Hobbit. Und wir haben wirklich viel, zum Glück auch unterstützt von zum Beispiel der B-Plus-Gruppe, dafür eins einsetzen müssen, dass das A halt auch hinzugefügt wird. Ja, ja, und ich finde halt dort, wo Ida Hobbita gesagt wird, sollte das A dann auch dabei sein, einfach schon aus Sichtbarkeitsgründen, weil, wie gesagt, der große Nachteil vom Begriff queer ist halt, es ist ein Begriff, aber es ist im Endeffekt im schlimmsten Fall niemand sichtbar für Außenstehende. So. Oder es gibt keine speziellen Identitäten darin. Ich finde, das ist seine große Stärke, aber halt auch von einem anderen Gesichtspunkt seine große Schwäche. So. Und ich denke, also in Wien ist es einfach so, dass zwar die queere Community oder auch eigentlich in Österreich, soweit ich sagen kann, generell, aber am meisten weiß ich halt von Wien, schon sehr offen ist für also A-Identitäten, A-Specs, aber auch A-Gender, soweit ich weiß, das kann ich jetzt natürlich nicht so gut beurteilen, oder aber zu den A-Spec-Communities oft so, ja, ihr gehört, also voll gern, benutzt unsere Räumlichkeiten, trefft euch hier, also auch sehr sehr entgegenkommend, kooperativ, aber beim Ida-Hobbit-Tag wird das A dann halt trotzdem vergessen, so mitunter. Weil es halt schon, seitdem es diese Demo gibt, heißt sie Ida-Hobbit-Demo. Und irgendwie
sind wir noch nicht so weit, dass wir daran denken oder auf die Idee kommen, dass das A da eigentlich rangehört, wenn wir es so nennen. Oder wenn wir denn die Identitäten listen, dass wir dann alle listen sollten. Oder mehr oder umfassender oder wie auch immer. Ja, und wenn das A dann genannt wird oder mitbenutzt wird, dann habe ich auch häufig erlebt, dass es dann nur um Asexualität geht. Also ja, da wurden dann auch Mails verfasst, so an die Stadtverwaltung, ja, inkludieren Sie doch mal Asexualität. Oder auch bei so Aktionen mit, keine Ahnung, Sprühkreide oder so, wurden wir gefragt, ob wir dann einfach Ace-Feindlichkeit mit dazu haben wollen. Und ich war so, also wäre schon ganz schön, wenn es wenigstens Ace-Back-Feindlichkeit wäre. Also das ist halt auch einfach noch wenig bekannt, glaube ich, dass es da sehr viele Identitäten oder Orientierungen unter diesem A gibt. Voll, also es ist meistens dann Asexualität oder vielleicht noch Aromantik. Aber das ist dann schon irgendwie besonders oder so. Ich bin letztes Jahr, also ich hatte ganz vergessen, dass ich auch schon Social-Media-Sachen gemacht habe, letztes Jahr zum Beispiel. Aber letztes Jahr bin ich dann auf dieser Demo mitgelaufen mit der einzigen Aro-Flagge. Allerdings muss ich auch sagen, es hat geregnet und es war kalt, also vielleicht. Also eine Person war noch da mit einer, also Ace-Flags waren, glaube ich, 2, 3 oder so, weil wir halt dabei waren, auch vom Wiener bzw. österreichische Gruppe, also eine Person aus Niederösterreich war auch da und so. Aber ja, halt, Aro fliegt dann noch oft unter den Tisch und wenn Aro dabei ist, dann ist halt alles andere auch nicht bei. Also einfach dieses, also ich glaube, dieses Mindset, es sind viele Spektren, die wir noch haben eigentlich, mit denen menschliches Erleben beschrieben werden kann, auch wenn ich vorher gesagt habe, mache Dinge, verwende ich auch nur für mich selber, weil sie mir persönlich nicht so wichtig sind, heißt ja nicht, dass es für jede Person so ist. Und selbst wenn, können wir einfach doch einfach mit dieser Einstellung herangehen, wir haben einfach sehr viele Spektren, auf denen sich menschliches Erleben bewegt. Ja, ich glaube, manches braucht auch einfach Zeit so. Also, dass sich sowas etabliert. Aber bei manchen Dingen müssen wir auch einfach noch lauter sein. Ja. Ja, ich glaube nicht nur Zeit, weil wenn Zeit vergeht und nichts passiert, dann passiert auch einfach nichts, sage ich mal. Dann wird nicht irgendjemand am Morgen aufwachen und denken, oh, es wäre doch noch eine Idee, wenn wir da das A dran klatschen. Sondern ich denke, wir müssen schon auch was tun. Aber ja. Ja, ist ja auch mal so, ja, Gewohnheit ist sehr stark. Und ich weiß halt manchmal nicht so, woran es jetzt liegt im Sinne von vergessen die Leute es. Und wenn man es ihnen sagt, dann hängen sie es einfach dran. Oder kommt dann, wenn man es sagt, vielleicht auch mal irgendwie eine Abwehrreaktion im Sinne von, wird das Akronym jetzt noch länger und boah, gar keinen Bock, wie viele Buchstaben soll ich denn jetzt noch schreiben? Schon wieder umgewöhnen und keine Ahnung, was habt ihr da vielleicht für Erfahrungen gemacht oder so? Oder was sagt ihr generell zu dem Thema? Ja, also einerseits natürlich, ich meine, ich bin glaube ich auch nicht die richtige Person, da viel dazu zu sagen, weil ich ja von den Akronymen generell nicht so der Riesen-Fan bin. Also ich finde es, nicht falsch verstehen, ich finde es wichtig und gut, dass sie existieren. Und wie gesagt, wenn wir sie verwenden, dann soll das A da bitte dran sein. Und ich verstehe auch die Vorzüge im Gegensatz zu queer, aber halt für mich ist das so ein großer Nachteil, dass da quasi alles auch rausgelassen werden kann. Ich würde aber sagen, so, es ist Gewöhnung. Punkt. Also, es ist nicht so schwer. Ja, also ich denke, es kommt immer auf den Kontext an. Für mich ist queer halt auch so ein bisschen so ein politischer Begriff. Und deshalb würde ich Kontexten, die vielleicht jetzt nicht so politisch sind, auch immer nicht so, also greife ich ungern zu dem Begriff queer. Aber ja, also deshalb kommt es für mich immer auch so auf die Veranstaltung an oder
in welchem Kontext man darüber spricht. Und ich denke, der Vorteil von Akronymen ist halt klar, dass Leute so ein bisschen mehr darauf gestoßen werden, dass es halt sehr vielfältig ist. Und der Vorteil von Queer ist, dass es halt den Fokus mehr so auf zum einen die Community legt, also dass es halt nicht so, also es gibt die und es gibt die und so, und klar sind das auch alles Communities in sich, aber das, wir sind auch, wir wollen alle zusammen was erreichen und halt diesen politischen Aspekt, genau. Ja, ja, ich denke halt auch, also ich glaube, wenn Queer verwendet wird, sollten wir uns eher darauf konzentrieren, was ist da alles drinnen, so. Und das passiert ja heute, also im Augenblick auch oft nicht in der Form, dass wirklich alle oder für alles die das Wissen da ist oder auch zumindest für alles versucht wird, einen Platz zu halten, weil dann halt doch oft ähnliche Personen wieder sichtbar sind am Ende. Und dementsprechend hat das Akronym natürlich Vorzüge. Aber zu, wenn wer sagt, das wird immer länger oder muss ich mich da jetzt wieder dran gewöhnen, dann denke ich halt, ja, wobei dich auch niemand, also ich wüsste nicht, dass dich jemand schlägt, wenn du es falsch sagst oder so, sondern wir wollen einfach gerne auch sichtbar sein, schätze ich, und andere Personen auch, und dementsprechend kann ich das Bedürfnis da auch gut verstehen, aber als Alternative könntest du dich natürlich auch weiterbilden, was alles in dem Begriff Queer beinhaltet ist und das dann sehr explizit machen. Ich weiß nur nicht, ob dir das nicht noch viel mehr zu kompliziert ist, wenn du schon ein paar Buchstaben mehr kompliziert findest. Ja, das ist ein Satz, den kann ich unterstreichen. Also, just saying. Dann lerne vielleicht doch lieber die paar Buchstaben. Ja, ist vielleicht einfacher. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen fies, aber... Ich mag den Begriff Queer super gern. Ich selber benutze meistens öfter den Begriff Queer als LGBTQIA+. Aber ja, wie ihr schon gesagt habt, das hat alles irgendwie Vor- und Nachteile. Ich mag bei Queer, dass es auch irgendwie so... Ja, so ein bestimmt eine Vibe hat von, es geht jetzt nicht um diese einzelnen Kategorien, die genau erfüllt sein müssen, sondern einfach dieses grundsätzliche außerhalb der Box denken quasi. Das mag ich an Queer sehr gerne, aber gleichzeitig ist halt das Problem, wenn bestimmte Gruppen darin unsichtbar werden, weil sie irgendwie insgesamt noch nicht so viel Sichtbarkeit haben, dann ist es halt einfach der Nachteil davon. Aber ja. Ja, beziehungsweise, ich verwende den tatsächlich auch eher auch außerhalb des politischen Kontexts, auch wenn es natürlich ein politischer Begriff ist. Aber was du gerade gesagt hast, hat mich auch dran denken lassen, Queer ist halt auch ein sehr offener Begriff. Sprich, wenn ich mich oder wenn eine Person sich nicht weiter labeln möchte, weil sie nicht. Was auch immer, weil sie es nicht weiß oder sich nicht labeln möchte oder einfach nur weiß, ja, ich bin irgendwie queer, aber ich weiß nicht genau, wo ich reinpasse, dann ist der Begriff queer halt ein guter Begriff, wobei der natürlich in LGBT auch drinnen ist, Q auch drinnen ist mit dem Q. Ja. Aber natürlich in Ida Hobita wäre jetzt auf die Art nicht drinnen, aber... Ich denke, trotzdem ist Ida Hobita auch ein wichtiger Name. Also, ich finde es vielleicht auch gut, dass es beide Namen gibt, sage ich mal. Auf jeden Fall. Also, wir können ja sagen, es ist der Ida Hobita, der internationale Tag gegen Queerfeindlichkeit. Also, es spricht ja nichts dagegen, dass dieser Tag zwei Namen hat, die wir auch zusammen verwenden können oder synonym oder wie auch immer. Ja. Und so, dass sich verschiedene Leute auch damit wohlfühlen. Wichtig ist ja auch, wofür der Tag steht. Und eben auch, dass egal welches Wort jetzt oder welche Bezeichnung jetzt verwendet wird, A-Identitäten, die A-Spektren, aber auch A-Gender und das Spektrum dort rund, also A-Gender-Spec sagt man, glaube ich, auch. Ja. Dass das auch drinnen ist und wahrgenommen wird.
ob das jetzt ist mit dem A in Ida Hobita oder ob das jetzt ist, dass Menschen, die eine Veranstaltung zum Internationalen Tag der Queerfeindlichkeit machen, sich spezifisch damit auseinandergesetzt haben, dass eben die A-Spektren existieren und dass Agender-Identitäten existieren, dann ist es für mich, glaube ich, relativ gleichwertig, sage ich ja. mal. Ja, ich finde auch, das ist so die Hauptsache, dass sich die Leute damit beschäftigen und auf welche Art und Weise das dann passiert, das dann erstmal zweitrangig, das dann mehr sozusagen Mittel zum Zweck, ja. Genau, und das inkludiert ja. wird auch. Ja, das fand ich einen guten Gedanken, dass halt auch vielleicht so Questioning-Leute oder Leute, die öfter mal Label wechseln oder für die halt unterschiedliche Label zutreffen und das vielleicht auch im Fluide ist, dass die sich natürlich bei Queer vielleicht eher angesprochen fühlen, ja. Voll, beziehungsweise ich wollte gerade noch zurück. Wir sind ja eigentlich immer noch bei der großen Frage, warum fehlt das A oft oder wie kommt es dazu, dass vielleicht auch A-Identitäten, Aceback-Identitäten, Agender-Identitäten beziehungsweise Nicht-Geschlechter nicht gesehen werden dabei, egal welchen Namen wir jetzt verwenden oder eben warum es im Namen Ida Hobita oft einfach Ida Hobbit ist und das A fehlt. Was wir noch in unseren Notizen stehen haben, ist, dass die queere Community dann ja doch oft sehr sexualisiert wird, zumindest von, also in meiner Erfahrung von außen mehr als innen, aber wir waren uns da nicht ganz einig, als in der Vorbereitung. Da hat ja, ich weiß nicht mehr, wer es war, auch gesagt, von innen genauso. Und stimmt in manchen Fällen sicher auch, kommt wahrscheinlich auch darauf an, in welchen queeren Communities sich eine Person bewegt. Ja. Aber das halt schon oft an eben, geht vielleicht auch mit dieser großen Sichtbarkeit von Homosexualität einher, was ja gut ist. Es ist gut, dass Homosexualität sichtbarer ist als früher. Aber vieles andere ist eben nicht sichtbar. Dass halt sehr schnell an sexuelle Orientierung gedacht wird, aber gleichzeitig auch, dass zumindest von außen Homosexualität auch oft übersexualisiert wird, was ja auch ein Problem ist. Also um dieses Problem von außen jetzt nicht zu kurz kommen zu lassen oder dass auch Transidentitäten ja oft von außen übersexualisiert werden. Ja, wo dann so Asexualität vielleicht auch erst einmal gar nicht reinpasst. Ja. Vielleicht in dieses Bild und Aromantik dann anders nochmal nicht reinpasst, weil es ja sogar in der, also was heißt sogar, weil es halt schon gibt, dass oft in verschiedenen queeren Communities ja dann auf Liebe rekurriert wird als unter Anführungszeichen Rechtfertigung, also oder als Erklärung so, ja, wir lieben uns ja, wie könnt ihr sagen, dass Leute, die sich lieben, nicht zusammen sein können, also ob es jetzt um Homosexualität geht, ob es um polyamore Beziehungen geht. Liebe wird oft angeführt und auch manche bei Aloasis wird zum Teil, habe ich jetzt länger nicht mehr gehört, aber einfach auch manchmal angeführt, ja, ich empfinde ja romantische Anziehung oder sowas. Und da wird Aromantik halt schon durch die Argumentation irgendwie abgehängt. Und dann irgendwo alle anderen A-Spektren erst recht, weil die irgendwo hinten sind. So. Und ich weiß nicht, zu Agender kannst du wahrscheinlich noch mehr sagen. Ja, also es ist halt auch eine Diskussion, glaube ich, innerhalb der Agender-Community, ob nicht-binär so ein Überbegriff ist, unter dem halt Agender auch drunter fällt, oder ob es halt, also eigentlich ist es ja kein Geschlecht und nicht ein nicht-binäres Geschlecht. Und das ist halt so ein bisschen, deshalb ist es halt auch schwierig zu sagen, wie unsichtbar oder sichtbar das ist. Ja, und Sexualisierung ist halt auch, also ja, ich würde halt sagen, Agender-Personen werden jetzt nicht mehr sexualisiert als andere Transmenschen, aber ich habe natürlich keine Studien dazu. Ja. Ich weiß nur, dass als nicht-binäre Person das oft Nicht-Binarität mit M's
Aspektorientierungen in Zusammenhang gebracht wird, also mit Bipan, Omnimulti, also Orientierungen, die sich auf mehr als ein Geschlecht richten. Ich weiß nicht. Und dass die und diese Orientierungen werden ja auch oft wieder sexualisiert von Menschen. Ja, vor allem bei Bisexualität wird halt oft so davon ausgegangen, dass es jetzt die doppelte Sexualität ist. Also, dass die irgendwie doppelt so sexuell sind wie monosexuelle Leute. Und als Ageback, bi-orientated Person kann ich sagen, das stimmt nicht. Also, das auch generell, ich habe auch voll die Erfahrung gemacht, dass der Begriff queer total übersexualisiert wird, was wir vor allem in Bereichen aufgefallen ist, wo Sexualität sehr negativ gesehen wird, also in sexnegativen Kreisen, dass dann dadurch wiederum indirekt Queerness sehr negativ gesehen wird. Dadurch ist es mir halt besonders aufgefallen. Voll. Beziehungsweise ich glaube, dass manche Kreise, die sehr sexnegativ sind, sowieso schon auch zum einfach nicht alle natürlich, ich weiß es nicht genau, aber in meiner Erfahrung schon auch eher konservativ sind, ja, dass da ist dann Queerness generell, wird halt eben mit, ja, das ist sexuell und andererseits ist es auch anders und was auch immer oder auch generell schlecht. Ich glaube, das vermischt sich da auch ein bisschen in die Queerfeindlichkeit oder die Begründung, was auch immer das dann gerade ist. Ja, also was du gesagt hast, mit, das ist halt auch innerhalb der Community so viel Sexualisierung gibt. Ich finde, also das ist mir auch aufgefallen. Und ich finde, es ist halt so ein bisschen, hat halt beide Seiten, weil ich einerseits finde ich das total valide, wenn Menschen halt, für die Sex ein großes Ding ist so und die viel halt davon auch, also viel ihrer Orientierung über Sexualität ausleben, das halt auch zum Thema machen. Und zum anderen denke ich mir dann halt auch, dass ich mich in solchen Räumen halt aber auch ein bisschen unwohl fühle, weil halt, Sexualität dann so ein großes Thema ist und ich damit halt, also das ist halt auch klar, so ein bisschen liegt das an mir, aber dass ich mich dann halt in dem Raum nicht so richtig gesehen fühle, ja. Ja, voll verstehe ich, denke ich. Ist für mich so weniger das Thema, glaube ich, dass ich mich nicht gesehen fühle oder dass ich mich im Raum nicht bewegen kann. Ich glaube, es ist so ein bisschen so ein... Also für mich ist oft eher das Problem, dass so oft ein Fokus auf romantische Liebe ist oder auf das Wort Liebe generell. Aber gleichzeitig denke ich, das Problem ist, dass es dann keine oder wenige andere Räume gibt. So. Und ich komme total mit, also ich komme mit vielen Räumen auch klar, wenn ich mich vorher darauf einstelle. Ich komme mit sehr vielen, ich kann mit sehr vielen Dingen umgehen und ich bin auch nicht, ich bin halt nicht von Sex abgestoßen oder so. Ich bin auch nicht sexaversiv. Ich habe ja auch, also ich bin ja auch sexuell aktiv, bin auf dem Grauspektrum, aber es ist halt, es braucht auch andere Räume. Und nicht nur für asexuelle Personen, nicht nur für aromantische Personen. Es braucht andere Räume, weil auch nicht jede homosexuelle, bisexuelle, Transperson, binär-trans, nicht-binär-trans-Person, Agender-Person in einen Raum reingehen möchte, der hochsexualisiert ist zu jedem Zeitpunkt. Und es gibt ja auch, je nach queerer Community gibt es diese Räume mehr oder weniger. Das andere, da stoßen wir aber dann wieder auf das Problem, ob in diesem Raum dann wieder Asexualität, Aromantik, andere A-Spektren, Agender bekannt sind, denke ich. Und wie viel Info da ist und so. Und ich glaube, dann ist ja auch das Thema, dass diese Identitäten auch im Alltag zum Teil sehr unsichtbar sind. Und wenig über Aceback-Feindlichkeit oder auch wahrscheinlich auch über Agender-Feindlichkeit sehr wenig bekannt ist oder Nicht-Binär-Feindlichkeit ist ja auch dann, aber darüber weiß ich mehr. Jetzt gehen wir zurück zu Agender, weil das ist das eigentliche Thema. Ja, also Agender ist halt vielen kein Begriff und
wie ich schon gesagt habe, wird von vielen dann so als unter nicht-binär gepackt. Und manchmal finde ich das okay. Und manchmal denke ich mir, ja, aber es ist halt eigentlich nicht, es ist nicht wirklich nicht-binär. Es ist halt eigentlich ein eigener, also manche sagen ja zum Beispiel nicht-binär und abinär. Und das finde ich halt eigentlich schöner, als einfach zu sagen, das ist alles nicht-binär. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja. Ja, also ich habe ja auch gesagt, dass ich mich nicht als Agender bezeichne, weil es für mich klar ein Geschlecht ist. Dementsprechend sehe ich es auch eher in die Richtung, glaube ich. Und finde auch nicht binär und abinär, ja, finde ich eigentlich gute Begriffe, so. Ich denke, also wenn eine Person persönlich sagt, sie ist Agender und nicht binär, dann ist das natürlich wieder eine persönliche Definition und dann finde ich das auch total valider, das so zu sagen und zu sagen, für mich ist das so und für mich passt das, gehört das so zusammen, weil ich halt Agender bin und deswegen keinem binären Geschlecht angehöre oder warum auch immer. Aber gleichzeitig finde ich es auch wichtig, dass Agender nicht immer unter nicht-binär gezählt wird, eben auch wegen diesen Aspekten von Nichtgeschlechtlichkeit zum Beispiel und davon, dass es halt schon, ja, dass es halt eigentlich nicht zwangsläufig unter nicht-binär fällt für viele Leute. Ja, also da würde ich dir halt auch total zustimmen, dass wenn eine Person sagt, das ist so für sie, wer bin ich, das anzuzweifeln. Aber total. Ja, aber zum Beispiel, wenn man den Begriff Flinter nimmt zum Beispiel, da versuchen ja auch immer Leute zum Beispiel einzelne Buchstaben rauszukürzen oder so und da bin ich halt gegen. Ja. Nachvollziehbar. Ja, und die Unsichtbarkeit im Alltag führt halt auch dazu, dass wahrscheinlich dann auch in queeren Communities nicht immer an das A gedacht wird, sowohl jetzt bei, ich sag mal, Agender als auch bei den A-Spektren, die ja auch, also ich, ja gut, ich sage am Anfang von dem Podcast immer, ja, ich bin, verstehe mich als aromantisch und Grey Ace, aber ich laufe ja jetzt auch nicht mit einem Schild durch die Gegend, auf dem steht aromantisch, grausexuell oder so. Das macht ja, also, und es ist halt erstmal nicht sichtbar. Also, wenn eine Person meine queer-platonische Beziehung sieht, dann ist da ja nicht erst einmal oder auf den ersten Blick, wenn Partnermensch und ich auf irgendwo gesehen werden, ist ja nicht sichtbar, ist das jetzt eine queer-platonische Beziehung oder eine romantische Beziehung, mal abgesehen davon, dass der Begriff queer-platonische Beziehung erstmal nicht bekannt ist und bei vielen Leuten und sich viele Menschen nicht vorstellen können, was das überhaupt bedeutet, wenn ich das mal sage. Aber das ist ein anderes Thema. Das sind so Dinge, die sind von außen erstmal nicht sichtbar. Ja. Oder auch wenn eine Person Single ist, ist erst einmal nicht sichtbar, dass die Person asexuell ist, aromantisch und sich zusätzlich nicht verpartnert, weil sie das nicht möchte oder kein Bedürfnis da noch hat oder warum auch immer. Das ist nicht sichtbar daher, dass eine Person gerade Single ist, vor allem weil gesellschaftlich ja das Single-Sein immer noch oft so als Übergangsstatus gesehen wird zur nächsten Beziehung oder so. Also was ich da halt auch interessant finde, ist ja so, wie man da eine Repräsentation schafft und halt für mehr Sichtbarkeit sorgt, weil gerade in Kontexten, wenn du so Bücher schreibst und so, willst du ja viel so Show, Don't Tell machen und dann ist es halt echt schwierig, also wie willst du das zeigen? Selbst wenn die Person das ganze Buch über happy single ist, ist das ja kein automatisches asexuell aromantisch sein. Ja, da ist es dann schon nötig, das irgendwie anzusprechen, vielleicht durch eine andere Person oder durch die Person selber, zumindest so irgendwo zwischendrin. Ich glaube, ein bisschen ist es mit, wie repräsentiere ich das, auch eine Frage, so ähnlich wie mit, wie repräsentiere ich Bisexualität oder andere M-Spec-Orientierungen, wo ja auch ist, dass Bi-Personen in, jetzt, was weiß ich, egal in welcher Beziehung sie sind, ob sie jetzt mit einer gleichgeschlechtlichen oder einer andersgeschlechtlich gelesenen Person in einer Beziehung sind, es wird immer eher, oder was heißt immer, nicht immer, aber
einfach von der Gewohnheit her erst einmal als homosexuell oder heterosexuell gelesen und die Bi-Identität wird quasi unsichtbar gemacht und ausgelöscht. Ja. Haben wir, glaube ich, ein ähnliches Problem in, wie stelle ich etwas dar, ohne das anzusprechen und ohne, dass die Person jetzt zwangsläufig, also in dem Fall mehrere Partnerpersonen in, was weiß ich, kürzester Zeit hat mit unterschiedlichen Geschlechtern. In einem Film jetzt zum Beispiel, im Buch, in einer Buchreihe ist vielleicht wieder anders oder in einer Serie, aber wenn jetzt nicht direkt der Plan ist, dass die Person mehrere Partnerpersonen hat, geht's vermutlich schwierig. Ohne es anzusprechen. Ja. Und ich glaube, da müssen auch erst Strategien gefunden werden, wie spreche ich das an oder einfach auch, wie vielleicht auch nicht mal da, auch daneben auch, wie breche ich vielleicht Denkmuster auf einfach. Ja. Wie breche ich auf, dass eine Person ein Geschlecht haben muss? Wie breche ich auf, dass eine Person sich sexuell angezogen fühlen muss von Menschen oder Sex haben muss oder Romantik mögen muss oder sich romantisch angezogen fühlen muss, etc.? Ja. Und eigentlich sind wir schon voll dabei, drüber zu reden, warum das A als Teil von Ida Hobita so wichtig ist. Ja. Also darüber reden wir eigentlich schon die ganze Zeit, weil einerseits diese Unsichtbarkeit auch, um da dagegen zu arbeiten eigentlich auch. Ja, und ganz viel Diskriminierung kommt ja letztendlich auch durch diese Unsichtbarkeit, so Stichwort Erasure und so. Aber jetzt zum Beispiel solche Situationen wie diese Mikroaggression quasi, so ständig irgendwie bestimmte Dinge gefragt werden und dass Leute automatisch davon ausgehen, dass es irgendwann passieren wird oder automatisch davon ausgehen, dass du irgendwelche Leute attraktiv findest. Das ist letztendlich einer der großen Teile, die einfach für Ageback-Personen nervig sind und letztendlich Diskriminierung sind. Und das kommt dadurch, dass es unsichtbar ist. Also es hängt irgendwie ganz stark zusammen. Weil es gibt, würde ich sagen, zum Beispiel jetzt im Vergleich zur Homosexualität, gibt es weniger vermutlich Diskriminierung im Sinne von, das ist aktiv falsch, kann auch mal passieren, kommt auch vor, aber jetzt so insgesamt würde ich sagen, dass es halt weniger zum Beispiel dieses, oh, das ist schmutzig, das ist schlecht, sondern mehr eher dieses, das kann doch gar nicht sein. Ja, wobei Homosexualität ja inzwischen schon weiter, also die Aufklärung und die Sichtbarkeit ist da halt auch schon weiter fortgeschritten. Was nicht heißen soll, dass nichts mehr zu tun ist. Da ist auch noch sehr viel zu tun. Und wie du sagst, es gibt ja trotzdem immer wieder diese, also auch die Queerfeindlichkeit, Homofeindlichkeit im Sinne von, das ist schmutzig, das ist falsch. Also ich habe das relativ viel erlebt, tatsächlich in meinem Leben, generell Queerfeindlichkeit auf dem Niveau. Aber das kommt halt sehr stark auf das Umfeld an, in dem Menschen sich bewegen, schätze ich. Und ich denke, das stimmt schon, dass es da sich auch sehr, sehr viel getan hat tatsächlich. Aber viel ist es halt auch einfach Unwissenheit und gerade in Bezug auf Aceback und Agender haben wir generell einfach, also die Sichtbarkeit ist einfach in vielen Punkten nicht da oder sehr oft nicht da. Menschen wissen Dinge nicht, Menschen sagen einfach Dinge, die ihnen gerade einfallen. Oder verstehen Dinge nicht und sagen dann unbedachte Dinge und oder können sich nicht vorstellen und sagen dann Dinge, die sie vielleicht nicht gesagt hätten, hätten sie ein bisschen mehr drüber nachgedacht oder so. Ja, und klar gibt's da auch dann wieder anderes. Und gleich sich auch so Sachen wie jetzt Dinge, die gar nicht aktive Feindlichkeit sind, vielleicht in manchen Fällen oder auch noch nicht mal schon auch aus Unwissenheit sind, aber zum Beispiel Druck, der durch Normativitäten aufgebaut wird, wie Amatonormativität oder Allonormativität, also der Druck in einer partnerinnenschaftlichen Beziehung Sex zu haben oder romantische Gefühle zu haben oder romantische Liebe zu empfinden, ist halt schon nicht klein, sage ich mal. Ja, was ich halt auch wichtig finde, dazu zu erwähnen, ist, dass Menschen halt auch beides haben können. Also gerade wenn Menschen zum Beispiel asexuell sind und in einer homosexuellen Beziehung oder gleichgeschlechtlichen Beziehung,
das, also da kommen ja verschiedene Diskriminierungen dann zusammen und natürlich, ja. Voll. Ja. Und dann ist die Person vielleicht auch nicht, hat nicht, vielleicht ein nicht ganz binäres Gender. Wäre ja auch noch möglich. Ja, ja. Kann sehr, und dann gibt es ja noch Aspekte von außerhalb, also die ihn jetzt nicht auf sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Orientierung oder sonstige romantische, sensuelle, ästhetische, platonische und weitere Orientierungen beschränkt sind. Es gibt ja einfach auch noch viele andere Gründe, aus denen eine Person Diskriminierung erfahren kann und die da zusammenkommen können in diesen Dingen. Ja, ich denke, es ist halt also viel dieser Druck, den du schon erwähnt hattest, so durch halt amatonormative und alle normative Vorstellungen, die wir ja schon auch sehr früh beigebracht bekommen. Und dann ist es halt auch diese Mikroaggressionen, denn wenn du immer so wieder die gleichen Fragen gestellt kriegst und das gleiche Unbehagen auch auslöst in anderen Menschen, und das ist ja, das kommt dann doch mehr zusammen, als die meisten Menschen, glaube ich, denken bei A-Spektren. Ja, beziehungsweise auch, wenn dieses, war, wenn dir deine Identität nicht geglaubt wird, im schlimmsten Fall. Ja. Oder was du über dich zu sagen versuchst. Oder dir Menschen sagen, das wird sich noch ändern oder so. Und ich nehme an, das ist jetzt bei Agender-Identitäten auch nicht anders, dass da gibt es ja auch Druck aus, ich sag mal, von Geschlechterrollen, binären Gendervorstellungen, der Vorstellung auch, dass jede Person überhaupt ein Gender erstmal hat, ja. Ob jetzt binär oder nicht binär, das ist ja auch nochmal eine Norm, würde ich sagen. Also, dass es uns ganz schwer fällt, als Gesellschaft uns Menschen vorzustellen, die nicht geschlechtlich sind, agender sind, die kein Geschlecht haben. Ja. Ja, und wirklich auch von früh auf. Also, schon Kinder werden ja, also es ist ja jetzt nicht unser Thema, aber das wird ja schon früh geprägt. Und ich habe es halt auch erlebt, dass viele Menschen mir dann so sagen, ja, also erstens ist es natürlich eine Phase, wie eigentlich bei allen queeren Orientierungen ja. So. Und zum anderen halt aber auch so von sich auf andere schließen und dann sagen, ja, ich habe ja auch nicht immer ein Gefühl für Geschlecht oder passe nicht immer in Geschlechterrollen oder was weiß ich. Aber ich käme nicht auf die Idee, mich so zu bezeichnen. Und das ist halt einfach, ja, unschön. Voll. Das ist, das finde ich generell ist was, was wir alle, also nicht nur nicht queere Menschen, sondern eigentlich alle Menschen gesellschaftlich und wir auch in unseren Communities lernen müssten, weil dass wir erstmal Leuten zuhören, was sie über sich selbst sagen und sie fragen, wie meinst du das eigentlich, statt irgendwie abwehrend zu reagieren. Ja. Ich glaube, damit hätten wir ganz viele Probleme gesellschaftlich gelöst und auch in unseren Communities sehr viel Gatekeeping oder ungute Situationen einfach gelöst, weil wir mal zugehört hätten oder ein paar Nachfragen gestellt hätten, statt direkt vom einen aufs andere geschlossen oder direkt reagiert zu haben. So. Und ich meine, wegen all dem ist es halt super wichtig, dass die Erfahrung von A-Spec und Agender-Menschen auch betrachtet, einbezogen werden, wenn wir von einem internationalen Tag gegen Queerfeindlichkeit oder einem Idaho Vita sprechen. So. Ja. Weil es einfach total relevant ist auch. Also wir haben halt genauso wenig Bock auf diese negativen Erfahrungen. Und auch, ich meine, wenn wir drüber reden, wir hatten vorher über die Geschichte von dem Tag geredet, dass quasi die WHO Homosexualität endgültig aus dem Diagnoseschlüssel gekickt hat. Wir haben ja durchaus nach wie vor Diagnosen in unserem Diagnoseschlüssel, in unseren internationalen Diagnoseschlüsseln, die Asexualität oder wo Grau-Asexualität oder bestimmte Erlebensformen als Symptome abgedeckt wären und drunter fallen könnten oder mithilfe dieser pathologisiert werden können.
Und auch wenn es im DSM inzwischen eine Ausnahme gibt, wenn sich eine Person als asexuell identifiziert, heißt das ja auch nicht, dass Ärzte erstens mal Asexualität kennen, dass sie das akzeptieren, wo es ja inzwischen auch eine schöne Studie zu gibt, dass das einfach trotzdem vorkommt, dass Menschen diagnostiziert werden. Das sind Dinge, die es passiert einfach oder es kann einfach passieren, dass damit Menschen pathologisiert werden. Und es stellt sich ja generell die Frage, müssen wir die Einstellung einer Person zu Sexualität und oder Romantik oder anderen Themen zu Nähe, zu Ästhetik, zu Platonik, whatever, müssen wir das pathologisieren, müssen wir eine niedrige Libido pathologisieren, egal ob die Person asexuell ist oder nicht, müssen wir, also erstmal grundsätzlich als eigene Diagnose, dass diese Sachen, dass eine Veränderung in der Libido auch ein Symptom sein kann von anderen psychischen Erkrankungen. Ja, okay, aber müssen wir das für sich pathologisieren? Ja. Ist das notwendig? So? Und dasselbe halt auch bei anderen Themen. Müssen wir bei einer Person, die aromantisch ist, vielleicht müssen wir da sagen, ja, du hast vielleicht, keine Ahnung, dieses und jenes Problem oder was auch immer. Meiner Meinung nach eigentlich nicht. Ja, also ich hatte auch schon so viele ungute Erlebnisse bei Ärztinnen oder so mit meiner Asexualität. Aber ja, ich glaube, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, um davon noch zu erzählen. Ja, dieses mit dem bei romantischer Anziehung sagen, wenn das nicht da ist, dann hat das die oder die Gründe oder so. Das habe ich auch bei, ich habe irgendwie einen Online-Artikel darüber, über irgendwie Romantik irgendwas gelesen. Und dann stand da immerhin schon drin, ja, es kann auch sein, dass Leute keine romantische Anziehung empfinden. Und war, dachte ich so, ja, cool. Und dann war irgendwie der nächste Satz, ja, das liegt dann daran, dass ich irgendwie durch irgendwelche psychischen Erkrankungen bindungsunfähig sind oder irgendwas. Das, der Satz war unnötig. Und ja, irgendwie ging es danach nicht weiter. Und das war mir genau das falsche Maß an Informationen sozusagen. Ja, ich denke, wir sind uns sehr einig, warum es das braucht. Und ich glaube, so viel ist da gar nicht mehr dazu zu sagen. Aber auch einerseits innerhalb von queeren Communities, andererseits auch außerhalb von queeren Communities, wir brauchen einfach diese Sichtbarkeit und die Information und auch die Aufklärung. Schon aus allen genannten Gründen und vielen, vielen mehr, die diesen Rahmen hier sprengen würden. Ja. Also für ein A an Ida Hobita. Ja. Definitiv. Und zwar für ein A, das sämtliche Aspects, also Asexualität, Aromantik, Aplatonik, Aästhetik, Asensualität und viele mehr beinhaltet und auch Agender. Und ja, alles andere, was darunter fallen kann. Ganz genau. Dem lässt sich nichts hinzufügen. Dann habe ich eine Inspektren-Tradition für euch. Nee, ich glaube, ihr habt auch immer ein Fazit zumindest. Also Ace Around the Cake. Und zwar stelle ich euch die Frage, was nehmt ihr euch aus der Folge mit? Ja, also ich nehme, glaube ich, mit, dass alles Vor- und Nachteile hat, also bei den unterschiedlichen Begriffen queer versus LGBTQIA+. Und dass Sichtbarkeit unglaublich wichtig und zentral ist. Ja. Total. Also ich denke, ich muss mir einfach mitnehmen, wie cool es ist, so ein gemeinsames Projekt zu machen, also von mehreren Podcasts. Vielleicht machen wir das irgendwann mal wieder. Unbedingt. Ich finde das schon sehr schön mit so verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Herangehensweisen und so und was dann so irgendwie rauskommt und freue mich schon voll darauf, wie das dann aussieht. Aber auch, ich dachte zuerst, wir kommen mit dem Teil nach den Definitionen relativ schnell irgendwie durch und dann haben wir voll schön viel geredet, hätte ich eigentlich mit rechnen können, aber richtig cool und einfach auch viel mehr auch nochmal, ich glaube, ich habe ein paar Dinge über Agender gelernt auch. Vielen Dank. Gerne. Also ich fand es auch richtig spannend, mit euch das zusammen zu machen, weil die Herangehensweise bei euch ja doch auch manchmal anders ist und da habe ich wirklich viel gelernt. Und was ich so für mich persönlich, glaube ich, mitnehme, ist, dass A-Spec oder das A-Spektrum, also ich wusste, dass es sehr viel größer ist als Asexualität und Aromantik, aber ich hatte mich mit den einzelnen Sachen nicht so genau auseinandergesetzt und da habe ich doch jetzt auch einige Erkenntnisse für mich gewonnen.
Und genau, ja. Cool. Dann vielen Dank für das gemeinsame Projekt. Ja. Ich hoffe, ich war auch okay. Sowieso immer. Beziehungsweise in Spektren. Ja. Ja, ich bedanke mich auch bei euch. Ja. Ja, damit wären wir auch schon beim Ende angekommen und mir bleibt eigentlich nur noch mich zu bedanken. Erstmal nochmal bei Ace Around the Cake und Ach Nee, vielen Dank für dieses gemeinsame Projekt. Dann die Redaktionsleitung der Folge haben ich, Finn, Samu und Caro übernommen. Vielen Dank auch für die coole Zusammenarbeit. Dann im Vorbereitungsteam waren Samu, Orca, Noah, Franka, Finn und Caro mit dabei. Den Schnitt der Folge wird Samu übernehmen. Danke, Samu. Ja, dann, jetzt seid ihr dran. Wenn ihr Fragen habt, Feedback, Gedanken, dann meldet euch doch gerne bei uns und schreibt uns, diskutiert mit uns, redet mit uns. Wenn ihr Kritik habt oder Folgenideen, voll gerne schreibt uns. Wenn ihr mithelfen wollt, vor allem im Schnitt und in der Qualitätskontrolle, dann meldet euch ebenfalls gerne. Wir suchen immer Leute. Danke euch jetzt schon. Ja, und wo könnt ihr uns jetzt finden? Ihr findet uns auf unserer Homepage unter inspektren.eu, auf Instagram unter inspektren-podcast. Wir haben auch Facebook, Twitter, Mastodon, einen YouTube-Channel und seit neuestem auch Twitch. Aber ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben unter inspektren@gmx.net oder ihr findet uns auf dem Aceback German Discord Server, dort könnt ihr in unseren Channel schreiben oder ihr findet uns auch mal im Voice-Chat, wenn ihr mit uns reden wollt. Dann sage ich Tschüss! Tschüss! Tschüss.